Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf Gamer wie ich. Ich wollte gerade schon wieder Blaze TV sagen, weil es irgendwie immer noch so ein bisschen eingebürgert ist bei mir. Blaze. Mann, jetzt spricht er mir schon dazwischen und ich wollte ihn gerade ankündigen. Ja, mit auf jeden Fall, mit am Start ist der gute Tobi, der Gameplay-Stone. Sag mal moin moin. Guten Morgen. Ich habe einen Spinneraugen gegessen. Wolltest du nicht auch noch eine Ankündigung machen für deine Leute da? Ja, auch ein Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen auf dem Gameplay Storm Kanal. Ja, meine lieben Freunde, ich war schon lange kein Aufnahmevideo mehr da gewesen. Und ja, es wird jetzt mal öfters wieder ein paar Videos von mir kommen, nicht mehr so streammäßig, sondern richtig schöne Gameplay-Videos, Let's Play-Videos, auch mit dem Sascha bestimmt, wenn er Lust auf mich hat, mehr wieder 2017. Ja, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ob ich Lust auf dich habe, mein Freund. Ja, auf jeden Fall, meine Freunde, bald ist es soweit, bald wird wieder die Erde knallen auf der ganzen, okay, fast auf der ganzen Welt, auf jeden Fall in Deutschland, bald werden die Raketen wieder in den Himmel gehen und es wird wieder kunterbunt werden. Ja. Holst du dir eigentlich irgendwie Silvester irgendwelche Raketen oder so? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Also ich bin ja momentan bei meiner Family und wir sind da eher so nicht so dafür. Das ist einfach also, viel Kohle. Also ich definitiv. Ist noch viel Kohle. Ich definitiv nicht mehr, weil ich bin aus dem Alter raus. Was habe ich letztes Jahr? Habe ich mir auch noch ein paar Raketen geholt. Aber dieses Jahr werde ich mir auch keine Raketen holen, allein aus dem Grund, weil man einfach halt auch denkt, es gibt, darüber nachdenken muss, es gibt auch Tiere, die Angst davor haben. Weißt du? Zum Beispiel, ich bin ja dieses Jahr bei meiner Freundin und die haben halt auch einen Hund und der hat jetzt, die sind ja jetzt teilweise, fangen die jetzt schon an rumzuknallen und wie die Bescheuerten und die Hunde, der Hund, der hat einfach panische Angst davor. Und das ist mit Sicherheit nicht der einzigste Hund oder das einzigste Tier, was Angst davor hat. Und da muss man halt auch ein bisschen nachgucken. Und der andere Aspekt ist einfach, Alter, dass es einfach viel zu viel Kohle ist, was man da einfach mal so eben in Luft jagt. Puff. Ganz genau. Wenn man so mal überlegt, es sind ein paar Sekunden, ja, kannst du es in die Luft werfen, verbrennen und sagen, yay, es regnet Geld. Richtig, du aber kannst... Aber naja, Leute, wir wollen euch ja nicht das Schöne am Silvester ja auch erstmal nicht kaputt machen, wer es macht, ist ja schön. Es muss selber, jeder selber wissen. Aber ja, was auch, wo ich sagen muss, wenn jemand in einer größeren Stadt wohnt, ist es ja auch immer wieder an bestimmte Plätze ja auch ein Riesenfeuerwerk. Richtig. Für die Leute, die auch nicht viel Geld haben, ist auch eine sehr schöne Sache. Ja, ich muss nur dazu sagen, man muss halt da auch extrem aufpassen, weil ich habe schon mal so, gerade war ich in Frankfurt und dann haben ein paar Idioten gedacht, einfach mal nebendran eine Rakete explodieren lassen. Da gibt es halt immer wieder Idioten, da muss man halt echt auf sich aufpassen. Ja. An so Plätzen. Es kann auch derbe in die Hose gehen. Aber richtig, dann kann man plötzlich der Unbekannte zum Getroffenen werden und so. Richtig, richtig. So, ich muss mal kurz in die Audioeinstellung hier ein bisschen leiser machen. Hier. Leiser. Ich hoffe, das passt so von der Lautstärke, ja? Was heißt mir? Wir hätten auch theoretisch nur ein Gameplay machen können und wir reden einfach beide, ist eigentlich scheißegal, okay. Ja, ist ja egal. So, nehmen wir es beide auf. Wir werden sehen, ich hab's bestimmt eh mit der Aufnahme verkackt bei mir. Ich weiß nicht, hat zwar es steht Aufnahme, aber ich mag's lieber, wenn ich wieder auf meinen OBS bin. Ja. Nächstes Jahr krieg ich einen neuen PC. Ja. Definitiv. Du? Ja. Sehr so schön. Ja, du hast es gerade angesprochen. Bald ist 2017, meine lieben Freunde. Ich freue mich auf dieses Jahr tierisch. Ich bin froh, dass 2016 um ist. Es war ein sehr, sehr geiles Jahr. Denken auf beiden unseren Kanälen. Ja, auf jeden Fall. Auf allen dreien Kanälen, musst du sagen, ne? Ja, auf allen drei, ja. Sato haben wir dieses Jahr auch gestartet. Sehr, sehr geil. Wir werden es euch jetzt nochmal versprechen. Wir haben es euch vor ein paar Wochen nochmal versprochen, dass wir aktiver werden. Ja, wenn wir jetzt wieder nicht aktiv sind, hau ich den Sascha, ich verspreche es euch. Es gibt halt private Sachen, die halt im Moment vorgehen. Wir können halt nicht von YouTube leben und das ist auch nicht das Hauptaugenmerkmal, wo ich das drauf setze, den Schwerpunkt. Sondern für mich ist es halt immer noch ein Hobby und ich bin halt auch beruflich tätig
Und wenn ich dann halt auf Montage bin, habe ich halt nicht die Möglichkeit. So. Und wenn ich dann halt 3 Wochen am Stück auf Montage bin, bleibt mir nichts anderes übrig, außer mal am Wochenende zu streamen oder sonst irgendwas. Und wenn ich am Wochenende zu Hause bin, möchte ich halt ein bisschen Zeit mit meiner Freundin verbringen. Da müsst ihr halt auch ein bisschen Verständnis für haben. Es wird sich auf jeden Fall einiges tun. Ja, aber so wie Tobi auch schon gesagt hat, von beiden Seiten. Ja. Ne? Das Jahr war ja. Ja, das Jahr war definitiv erfolgreich. War am Anfang des Jahres war ich bei, keine Ahnung, 21, 20 Abonnenten oder wie viel hatte ich da, wo wir uns kennengelernt haben? Ich glaube wohl, ne? 26, 25. Ja. Ja, und jetzt bin ich bei 129, also knapp, ich habe knapp 100 Abonnenten in diesem Jahr gemacht, was ich extrem gut finde. Und, ja, und ich habe mit meinen, wie viel hatte ich, als wir uns kennen, so um die 60, 80 hatte ich, glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Und jetzt über 200 Abonnenten, jetzt 247 war jetzt sogar über die 250, womit ich echt nicht gerechnet habe. Jetzt ist ein bisschen mit der Runde gegangen, aber da muss ich echt sagen, Leute, seid ihr nicht dran schuld, da bin ich schuld. Aber naja, auch nicht ich bin daran schuld, einfach wenn man halt da mal keine Lust irgendwie hat, wie ich es ja schon sagt, das ist immer noch ein Hobby. Und wenn halt der YouTuber sagt, okay, er hat momentan keinen Bock, dann bringt es euch nichts und dann bringt es mir auch nichts, wenn ich Videos mache. Und deswegen denke ich mal, seid ihr uns auch nicht übel, wenn mal was nicht läuft oder so, oder richtig, nicht perfekt, wir sind keine Profis, wir haben noch keinen Zwang oder sonst irgendeine Kacke, kann ich jetzt mal so sagen. Auf jeden Fall wird einiges kommen, es wird einiges passieren, aber ich glaube mal, wir machen einfach mal nach der Reihe. Jeder erzählt, was er geplant hat. Ich glaube, Sascha hat sich ein paar Gedanken gemacht. Ich habe ein paar Gedanken gemacht. Aber jetzt lasse ich jetzt mal Sascha vortragen, weil ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich muss ein bisschen Gameplay noch bringen. Ja, ich bin auch gerade dabei. Ich muss mich gerade, sonst fliege ich echt aus der Kurve raus. Denn ich bin hier gerade, ich habe mir jetzt im PlayStation Store, habe ich mir jetzt Formel 1 2016 gegönnt. Für 35 Euro ist das im Moment im Angebot. Also wenn ihr Bock habt auf Formel 1 2016, gönnt euch das Spiel. Es macht auf jeden Fall Spaß. Also für denjenigen, den es interessiert, echt geile Sache. Ja, das Jahr, wie gesagt, war echt super. Ich kann mich echt nicht beschweren. Super neue Leute kennengelernt. Dann halt den Zweitkanal, den ich halt mit dem Tobi eröffnet habe, den Sato Gaming. Lief auch sehr gut. Nur es lag halt auch vieles, also von Tobi aus hätten wir wahrscheinlich mehr da gemacht. Aber von meiner Seite aus, wie gesagt, es war halt privat nicht möglich, alles unter einen Hut zu bringen. Denn, wie gesagt, beruflich und Freunde und Freundinnen, das ist auch halt noch ein wichtiger Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte und auch nicht möchte. Sonst wird man schnell ins schwarze Licht gerückt. Sagt der, wo mir mit letztens 365 Tage Stream kam. Hallo? Du wolltest immer so ein Stream machen. Nie, ey, das habe ich nie gesagt. Ja. Nee, ich habe Streambeweise, du hast es im Stream gesagt. Scheiße. Nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, das ist jetzt fast um. Geht jetzt so langsam, aber so sicher zur Neige. Vielleicht über Weihnachten hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen Schnee gewünscht. Ist ja dieses Jahr nicht der Fall gewesen. Weil ich finde, ist meine Meinung, Weihnachten und gehört irgendwie ein bisschen Schnee dazu. Also gehört sich einfach irgendwie. Aber ist mittlerweile einfach nicht mehr normal. Ne? Oh, wie siehst du das? Ja, aber was sind jetzt deine Ziele? Du hast nicht deine Ziele gesagt. Lass mich doch mal ausreden, ich bin doch noch nicht fertig. Oder wolltest du jetzt nur 10, wolltest du jetzt nur ein 5-Minuten Video machen? Natürlich nur ein kurzes, knackiges. Ja, ja, für 2-Minuten Video, ne? Knicki-knackige Video. Naja, also wie gesagt, meine Ziele für nächstes Jahr sind auf jeden Fall die 200 Abonnenten. Also ich möchte die Ziellinie, die Messlatte nicht zu hoch setzen, erstmal. Also wenn wir nächstes Jahr die 200 schaffen, würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, noch ein paar mehr Leute dazu gewinnen. Es wird auch regelmäßig Videos kommen, definitiv, ab nächstes Jahr wieder.
Denn bei mir im Leben hat sich jetzt auch einiges geändert, so im privaten Feld halt. Ja, und wie gesagt, es wird halt vieles passieren nächstes Jahr. Was genau, werde ich euch nicht verraten, denn ich habe da so ein paar Sachen in Planung. Da werde ich nachher auch noch mit Tobi drüber sprechen. Und ja, Scheiße. Dann gebe ich mal kurz das Wort an Tobi ab wieder. Ah ja, ich darf nur kurz, gell? Ja, du 10 Minuten oder so. Hä, wieso 10 Minuten? Du kannst doch jetzt 60 Minuten aufnehmen mit der PS4. Ja. Ja. Ich habe eine Frage, sieht man das, wenn man aufnimmt, wie viele Minuten man hat? Nein. Okay, dann habe ich es doch nicht falsch. Oh ja, Leute, ich habe immer so Angst. Ja, ich bin kein Profi. Ich tue alles mit OBS, da habe ich alles im Griff am PC. Ich sehe Timing, alles. Da bin ich froh, wenn ich wieder bei mir bin. Ja, auf jeden Fall, meine lieben Leute. Ja, 2016 Mixer war ein richtig geiles Jahr. Jetzt über 200 Abonnenten geschafft, was ich nie damit gerechnet habe. Also es war ein Kampf zum Schluss. Immer wieder 189, 180, 190, 170 und dann wieder so. Das war, glaube ich, ein 2-Monat Kampf, bis ich es mal geschafft habe. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dafür will ich mich nochmal bei allen bedanken, die auch immer aktiv bei mir sind. Auf jeden Fall auch in den Streams. Weil ich habe ja vieles, ich habe zeitlang noch Gameplay gemacht, dann habe ich wieder Let's Plays gemacht, dann habe ich mich für Streams nur noch entschieden, was auch eigentlich ganz gut ist. Aber jetzt habt ihr euch ja auch gewünscht, dass ich wieder mehr Let's Plays mache und das werde ich auch tun, 2017 wieder mehr aufnehmen. Weil sich, wie es ja der Sascha auch gesagt hat, vieles ändern wird 2017. 2017 wird für mich ein richtig scheißstressiges Jahr sein, weil ich einfach 2 Prüfungen schreibe, im Frühling und dann im Winter und dann noch Praktikum suchen muss. Ja, weil es so langsam zu Ende geht mit meiner Ausbildung. Was ich froh bin, will ich nicht dazu jetzt sagen, dass ich nicht froh bin. Ich bin froh, wenn ich endlich mit diesem scheiß Lernen weg habe, dann ja, werde ich mich da auch ein bisschen mehr ja, um YouTube kümmern können in der Zeit, wo ich gelernt habe. Ja, auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall, wie ich es ja schon angekündigt habe, mehr Videos machen auf YouTube. Ich werde jetzt keine speziellen Projekte sagen, weil ich so ein bisschen spontan halten will, was ich auf YouTube immer mache. Oder es kann mal sein, es kommt mal zeitlang dieses Spiel, dann kann es zeitlang sein, dass es mal wieder pausiert. Einfach, weil ich Bock und Laune habe, weil ja, dieses, ja, wie ihr mal gesagt habt, mach dir doch mal einen Plan, aber ihr habt so gemerkt, ich habe schon oft gemacht und was war, ich habe mich 2 Tage dran gehalten und dann war der Plan auch wieder in den Müll gelandet. Ich glaube, der Sascha weiß, was ich meine. Definitiv. Also ich weiß definitiv, wovon Tobi redet. Denn ich hatte mir eigentlich auch schon mal vorgenommen, einen Plan zu erstellen, einen Upload-Plan. Nur wenn ich mich gezwungen fühle, irgendetwas aufzunehmen, vergeht einem irgendwann die Lust da drauf. Und ich nehme das auf, worauf ich Bock habe, ich zocke das, worauf ich Bock habe. Und wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, YouTube ist für mich ein Hobby. Und das soll es auch erstmal bleiben. Klar, vielleicht wäre es irgendwann mal schön, davon zu leben oder halt ein bisschen Geld, dass da ein bisschen Geld nebenbei reinkommt oder so. Aber wie gesagt, es ist nur ein kleines Wunschdenken, Träumen vielleicht. Wäre geil. Aber ich habe meinen Job, ich verdiene damit mein gutes Geld und ja. Ja, bei mir kommt es ja alles noch, bei mir fängt das Leben erst richtig an und dann muss ich ja noch Wohnung suchen nächstes Jahr. Ja, meine große Wohnung, selbst eigene Wohnung, auch vielleicht eine WG, ich werde mal schauen, was ich, da werde ich euch auf jeden Fall immer weiter informieren. Ich werde ein paar Blogs mehr machen, weil ich gemerkt habe, dass ihr das eigentlich ganz geil findet. Ich werde auch meinen Blog, wo ich über mich selbst so ein bisschen über mein Leben rede, weiterhin fortführen, was ja auch eigentlich ganz geil ist, weil Wohnungssuche wird auch ganz spannend sein mit Rollstuhl und so. Das ist auch immer ganz lustig und scheiße schwer. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch viele wollen das halt auch nicht, ne? Es gibt mit Sicherheit Leute, die das überhaupt nicht wollen. Nee, das Problem ist nicht, sind nicht die Leute, das Problem sind die Häuser in Deutschland. Ja, natürlich, das kommt da auch noch dazu. Aber ich meine, es gibt mit Sicherheit noch Leute, die eine Abneigung gegen Behinderte haben.
Also die Erfahrung habe ich jetzt nie gemacht. Also ich suche ja jetzt nicht speziell nur in normalen WGs, das mache ich ja nicht. Nein, aber es gibt mit Sicherheit Leute, Warum die. hat er meinen Videoclip jetzt gespeichert, Digga? Hast du das in deinen Sachen nicht auf 15 Minuten stehen? Ich habe gar nichts eingestellt, ich dachte, das wird sicher. Nee, ich glaube, das musst du auf 60 Minuten umstellen noch, wenn du es noch nicht getan hast. Ja, okay. Du weißt ja, was das heißt, dann ich nehme gleich ein, weil es jetzt scheißegal. Ja. Hör auf! Ja, red einfach weiter. Erbarme mich! Ja, ist egal. Nein, auf jeden Fall kommen wir wieder zu YouTube zurück. Wir wollen ja jetzt nicht über die böse Welt reden. Das können wir auch genug noch in meinen Blogs machen. Auf jeden Fall hatte ich immer gute Erfahrungen mit Menschen und das wird halt noch bei mir jetzt so sein. Und deswegen kann es auch mal passieren, dass mit, auch wenn es mir selber richtig, richtig weh tut, mit YouTube weniger werden. Weil YouTube ist schon für mich, glaube ich, ein bisschen mehr wie für einen Sascha. Ist, glaube ich, einfach so, weiß ich nicht. Oder was würdest du sagen, Sascha? Ja, oder? Also für dich mit Sicherheit, aber für mich, ich habe ja auch noch, wie gesagt, ich muss arbeiten etc. Obwohl du hast ja auch deine Ausbildung alles, aber für mich ist es halt einfach nur ein Hobby. Erstmal im Moment. Klar, Hobby ist es ein geiles Hobby, macht mir definitiv Spaß, ich zocke auch gerne, aber ich habe auch manchmal solche Phasen, da habe ich zum Beispiel 2 Wochen oder so 3 Wochen, ist die Konsole einfach aus, weil ich einfach kein. Oh, du Arschloch, Alter. Ist mir gerade tatsächlich einer hinten reingefahren, war, und ich habe mich voll gedreht. Boah. Ne, wie gesagt, wo war ich jetzt stehen geblieben? Dass ich einfach, dass die Konsole einfach 2 bis 3 Wochen einfach aus ist, weil ich ja keinen Bock habe zu zocken. Das ist halt immer so eine Sache. Ich habe letztens hatte ich mir ein Spiel geliehen vom Kumpel, was heißt Anfang des Jahres. Es stand jetzt fast ein halbes Jahr bei mir rum. Weil ich kein. Eigentlich hatte am Anfang hatte ich Bock dazu. So, und jetzt, ja. Jetzt habe ich da halt Ja, keinen für Bock mehr mich drauf. ist ja, das ist ja YouTube für mich, wie ich es ja auch schon Ja. bei meinem ersten Video, bei meinem Blog gesagt habe. YouTube ist halt für mich so ein kleiner Weg, so wo ich hoffe, damit irgendwann mal vielleicht größer zu werden, damit ich einfach aus dem scheiß Büro komme, auf Deutsch gesagt, weil es einfach nichts für mich ist. Aber sind wir mal ehrlich, Leute, als Rollstuhlfahrer ist halt wirklich schwer, was zu finden. Da ist halt Büro eher die Nummer 1, wo man mich richtig einsetzen kann, verstehe ich auch, weiß ich auch. Aber YouTube ist halt einfach, weil ich ein kreativer Mensch bin. Singen kann ich nicht. Nicht? Kannst du nicht? Nein. Du Nein. singst, Wird du mir singst, mein. du singst doch immer Hallo Julia und so. Ja, ich war jetzt immer im Kirchenchor. Nein, aber. Halleluja. Okay, hör auf, Digga, du kannst auch nicht singen. Ja, auf Ja. jeden Fall. Sind wir mal ehrlich, auf jeden Fall, aber es ist halt für mich, deswegen sehe ich es vielleicht ein bisschen mehr als der Sascha, was ja auch okay ist. Aber ich übertreibe damit nicht und das will ich auch nächstes Jahr nicht tun. Und genau, einfach mal das Beste. Ah, und auf jeden Fall, was ich mich noch bedanken wollte, was ich echt, damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich die 100 Follower in Twitch schaffe dieses Jahr. Also wenn ich so mal überlege, wann haben wir mit Twitch angefangen? Oder ich habe ein bisschen später angefangen als du, gell, mit Ja, Twitch. Du hast, glaube ich. Twitch habe ich ja am Anfang auch erst gemacht, aber dann kam ja auch YouTube mit dem Streaming. Und seitdem streame ich ja eigentlich halt nur auf YouTube, weil, weiß ich nicht, ich finde YouTube einfach irgendwie ein bisschen besser. Aber das muss auch jeder für sich selber halt empfinden, wissen, wie er was macht. Und Twitch gibt es halt schon länger. Die haben halt diese Erfahrung da, was es angeht. Du bist, glaube ich, mit Twitch angefangen, da das war fing, glaube ich, an mit Sato Gaming, oder nicht? Nee, ich glaube, ich habe doch stimmt. Ich habe, glaube ich, hatte schon auf meinem Kanal, aber so richtig habe ich erst mit Sato angefangen. Und dann Richtig. habe ich gemerkt, wie viel Bock es mir macht zu streamen. Und dann habe ich mit Stream, also sag ich mal, ich habe Twitch jetzt 2, 3 Monate richtig aktiv benutzt und habe jetzt damit recht Erfolge. Also richtig geil. Also momentan WWE brummt momentan bei mir, also. Wenn jetzt kein Ami oder so da ist. Nein, Amerikaner, ich liebe euch. Bitte keine Bomben auf mich schmeißen. Ja. Nein, auf jeden Fall ist richtig geiles Jahr. Über die 100 Follower. Das ist Naja, Alter. das ist schon richtig.
Das ist schon richtig. Ja, aber es ist unsere Planung so zusammen. Was wollen wir? Sato werden wir auf jeden Fall mehr machen. Sato wird kommen auf jeden Fall wieder regelmäßig. Vielleicht, was heißt regelmäßig? Also ich würde sagen einmal die Woche oder zweimal im Monat. Weil wir haben ja auch noch die eigenen Kanäle. Und ich denke mal, ja, dass wenn wir dann zweimal im Monat oder so da was bringen, oder wenn's zweimal im Monat, jetzt letztens war es noch einmal die Woche, Sascha, das werden sie sich nicht einverstanden fühlen, nachdem wir sie so enttäuscht haben. Ja, nein, Dicker, Muss ich einen Einspruch legen. Wir müssen halt gucken, wie wir das alles unter einen Hut kriegen, weil es ja doch schon echt viel ist eigentlich, ne? Und ich muss auch gucken, wie ich das zeitlich alles schaffe, wenn ich dann halt jetzt halt am Anfang, jetzt Anfang des Jahres bin ich halt zu Hause, nur wenn ich dann halt wieder am Arbeiten bin, weil ich halt auch im Bau arbeite, ist es halt Winterpause etc. und fangen wir erst halt ein bisschen später wieder an. Arbeitet im Knast, Leute, habt ihr es gehört? Ja, im Knast, natürlich. Ist im Knast. Nee, auf jeden Fall müssen wir halt gucken, wie wir das dann unter einem Hut kriegen. Müssen wir mal schauen. Also, aber ich denke mal, da werden Tobi und ich uns halt noch mal vernünftig zusammensetzen und einen Plan aushacken, wie wir ausbrechen können. Aus dem Bau, wir sitzen alle im Bau eigentlich. Deswegen mache ich auch kein Roam-Video, weil ich im Knast hocke. Ja, genau. Jetzt wisst ihr es. Darum habe ich auch das Sträflingsding an, wo ihr jetzt nicht seht mehr. Ich bin so ein Idiot. Ich hasse PlayStation. Dein Spaß, auf jeden Fall werden wir jetzt mal schauen und auf unsere eigenen Kanäle, wie wir es gesagt haben, bei mir werden jetzt wieder mehr Videos kommen, vielleicht auch weniger Streams, weil Streams halt auch irgendwann echt anstrengend sind mit der Zeit. Ich stream gern, aber beim Video kannst du sagen, ich nehme mir jetzt mal 20 Minuten für ein Video Zeit, nimm es auf und dann lädst es hoch und dann ist fertig eigentlich. Ja, beim Stream hockst du halt mal eine Stunde da oder zwei oder drei. Oder ich auch sechs. Also von meiner Seite wär's das jetzt eigentlich. Also ich hätte jetzt eigentlich so gesehen, jetzt was die Kanäle angeht, nichts mehr zu sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Nö. Wie gesagt, was ist unser Ziel für Sato? Also für Sato, also ich würde sagen, nächstes Jahr 150 Abonnenten. 500. Du, nein, es war klar, dass du gleich wieder übertreibst, Dicker. Ja, der Wunschgedanke. Aber Dicker, vom Dings her, wenn wir uns wieder da aktiver sind, schau mal, was wir jetzt in 2-3 Monaten geschafft haben auf Sato. Ja, weiß ich. Das ist doch doppelt so schnell, vierfach so schnell wie bei, auf unserem Kanal. Das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall, und wenn wir das dann halt machen, wo, was ich dir vorhin gesagt habe noch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben mit dem PlayStation Sachen, da weißt du, mit den Spielen und so, haben wir viel, viel, viel mehr Möglichkeiten halt, ne, die uns dann offen sind. Und von der Technik her wird sich halt nächstes Jahr auch einiges ein bisschen bei mir ändern, was PC angeht und Aufnahmegeräte etc. Da werde ich halt nächstes Jahr ein bisschen etwas investieren. Ja, das ist so vielleicht ein OBS oder so und das dann vielleicht auch, ja, mal schauen. Muss einfach mal schauen, was alles klappt. Ja, ich bin mit meiner Technik eigentlich zufrieden, wenn man so sieht am Anfang, wo ich angefangen habe mit YouTube, mit einem scheiß Billigaufnahmegerät, jetzt bis zu Elgato, bis zu OBS, wo ich mich auch echt nochmal beim RedMod bedanken muss für dieses Jahr. Unterstützt mich immer wieder mit Overlays und alles Mögliche, managt alles mit mir und so sieht das aus. Also ich würde sagen, ich wünsche euch schon mal ein gutes Rutsch ins neue Jahr. Auf jeden Fall. Ja. Zählt mit uns zusammen. Genau. Denkt an uns, wenn die Raketen. Und dann da würde ich sagen, auf euch auf. Dann würde ich sagen, sehen wir uns von meiner Seite aus im nächsten Jahr. Weil dieses Jahr. Von meiner Seite nicht. Also ja, es ist ja erst am 31., wo wir es hochladen, ja. Ja, dann bis nächstes Jahr auf jeden Fall. Am 1. Oder laden wir es heute schon hoch? Also hätte das heute schon hochgeladen. Also es dauert bei mir ein bisschen länger. Also von daher.
Also ist nicht. Achso, ja, bei dir dauert es ja eh länger, weil bei mir musst du es ja dann auch nochmal hochladen. Richtig. Richtig. Ja, das passt. Ne? Passt. Und dann Ja, mache ich wird da. sehen. Entweder am 30. oder am 31. wird es da sein. Genau. So sieht das aus. Also, Leute. Also. Ich bedanke mich einmal schon mal für die wundervolle Unterstützung in diesem Jahr, die ich von euch erhalten habe. Danke dafür. Danke für fast 130 Abonnenten nochmal. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir schaffen nächstes Jahr die 200. Das ist, wie gesagt, mein Ziel nächstes Jahr im 2017. Ach Ja. so, was mein Ziel ist eigentlich, das weiß ich gar nicht. Ich habe Ne? kein Ziel. Hauptsache es geht so weiter. Nein. Eigentlich habe ich mir 500, aber dadurch, dass ja nächstes Jahr ein bisschen stressiger wird, weiß ich halt echt nicht, wie ich es mit YouTube handhab und so alles. Das Dann muss mach ich doch so ein erstmal bisschen. 300. Ach, die 300, die 50, die kriegen wir voll. Ich glaube an meinen Abonnenten. Die unterstützen mich so sehr. Weißt du, du sagst immer, ich übertreibe, aber ich glaube einfach an unsere Abonnenten und Ja. Follower, dass sie uns so unterstützen, dass wir Ja, was meinst du, was einfach ich so mache? krass. Ja, also, Naja. schaffen wir die 500 Leute auf jedem Kanal, jawohl. Auf jedem Kanal? Okay, da bin ich auf jeden Fall dabei. Alles klar, das packen Ne? wir mit ein bisschen Auf jeden Fall. Fleiß. Auf jedem Kanal, ne? Auf allen dreien dann aber. Ja, auf allen drei, plus Twitch. Ja, bei dir auf Twitch. Ich bleib ja auf YouTube. Erstmal. Ne? Gut, ich würde sagen, das wär's dann. Wie gesagt, guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Spaß noch und wir sehen uns im nächsten Jahr. Und tschüss von meiner Seite. Tschüss. Tschüss.